Guten Tag, mein Name ist Jürgen Scheurer, ich bin der Pressesprecher des CDU-Stadtverbandes in Waghäusl und wir erwarten hier heute im Pfarrzentrum in Kirlach den CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach und unseren Wahlkreisabgeordneten Olaf Gutting. Als Familienvater ist es mir wichtig, dass unsere Kinder in Freiheit und in Sicherheit aufwachsen. Deswegen stehe ich für klare Kante bei der inneren Sicherheit. Das bedeutet auch eine klare Begrenzung der Zuwanderung. Wir müssen bei den Herkunftsländern ansetzen, müssen Lösungen finden, damit die Menschen erst gar nicht ihre Staaten, ihre Heimat verlassen. Aber es gehört eben auch dazu, dass wir einen klaren Grenzschutz haben. Wer ohne Papiere an die deutsche Grenze kommt oder an die europäische Grenze, kann hier nicht ohne weiteres ins Land kommen. Es ist wichtig, dass wir wissen, wer kommt ins Land. Und hier ist es wichtig, dass wir einen guten europäischen Grenzschutz aufbauen. Nach der Begrüßung durch die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Ursel Scheurer wird unser Gitarrist von der Musik- und Singschule Alfredo Bonilla das Publikum zunächst unterhalten. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier in unserem schönen Kerlacher Pfarrzentrum und finde es klasse, dass Sie heute Abend noch zahlreicher als wir gedacht haben, zu uns gekommen sind. Wer kennt ihn nicht? Wolfgang Bosbach, bei Maischberger ist er gegangen und zur CDU Waghäusl kommt er heute Abend, um über die bevorstehende Bundestagswahl zu sprechen und vor allem auch darüber, was jetzt in Deutschland notwendig ist. Ich bin der festen Überzeugung, Europa muss auch seine Grenzen kennen. Ich halte es für einen kapitalen historischen Fehler, an einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union festzuhalten. Wo er die Schwerpunkte sieht im Wahlkampf und welche Themen ihm persönlich, aber natürlich auch dem Bundestagsabgeordneten Olaf Gutting wichtig sind. Einige fliehen vor Krieg, vor Bürgerkrieg, vor politischer Verfolgung. Viele fliehen einfach in der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Sie wollen so leben wie wir. Es geht nicht um die Frage Zuwanderung, ja oder nein. Das muss man historisch ganz ehrlich bleiben. Wir hatten in unserer Geschichte immer Zuwanderung. Wir haben sie heute und wir werden sie in Zukunft haben. Das ist so. Sondern es geht um einen Sachverhalt, von dem ich glaube, 90% der Bevölkerung sehen das genauso, und zwar parteiübergreifend, und alle anderen Länder auch. Wenn in einem kleinen Land wie Deutschland 80 Millionen Menschen friedlich und konfliktfrei miteinander leben wollen, unabhängig von Hautfarbe, Religion und Staatsangehörigkeit, dann müssen ausnahmslos alle die gleiche Rechts- und Werteordnung einhalten, und das kann nur die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland sein, und darüber wird auch nicht diskutiert. Das muss ganz klar sein. Aber in Deutschland leben auch über 40.000 Islamisten, darunter 10.000 Salafisten. Das ist die Gruppe, die uns gerade unter Sicherheitsgesichtspunkten die allergrößten Sorgen macht. Und da müssen wir auch mal in klarer Sprache sagen, es geht nicht um die religiöse Überzeugung des Einzelnen. Das ist Privatsache. Der eine geht in die Kirche, der zweite in die Moschee, der dritte in die Synagoge, sondern es geht darum, nach welchen Regeln wir in unserem Land miteinander leben. Und wer glaubt, hier nach den Regeln der Scharia leben zu müssen, der hat sich das falsche Land ausgesucht. Das müssen wir auch gemeinsam. Religionskunde, um Religionslehre, um die religiöse Überzeugung und Prägung. Es geht aber schon darum, wie wir aufeinander zugehen. Ich möchte nicht als Ungläubiger bezeichnet werden. Ich bin ein Andersgläubiger. Und wenn unter Hinweis auf religiöse Überzeugung und Koran und Hadith, die Worte und Taten des Propheten, Lehren verbreitet werden, in Koranschulen, in Moscheegemeinden, die im Widerspruch stehen zur freien demokratischen Grundordnung, dann müssen wir den Laden zumachen. So einfach. Ich weiß,
weiß, dass andere es anders sehen, aber ich kann den Satz, der Islam gehört zu Deutschland, nicht unterschreiben. Ich kenne überhaupt keinen Moslem, gegen den ich etwas haben könnte. Warum? Sondern wir haben noch nie dem islamischen Kulturkreis angehört. Das ist eine historische Tatsache. Wenn man sagt, der Islam gehört zu Deutschland, dann sind es ja wohl alle. Gilt das auch für den Islamismus, für den Salafismus, für den Wahhabismus? Ist die Scharia auch Teil unserer Rechtsordnung? Die Muslime, die in unserem Land leben, die friedlich und rechtsfreudig sind, um Integration sich bemühen, die gehören zu uns. Aber nicht der Islam in seiner Gesamtheit, ist nicht Teil unserer nationalen Identität. Und an dieser Stelle wird uns immer zugerufen, dass wir uns doch bitte nicht nur bei den Trennenden aufhalten sollten, sondern auch bei den Gemeinsamkeiten. Da hätte ich etwas, ein schönes Projekt, wo Christen und Muslime Hand in Hand für eine wirklich gute Sache kämpfen könnten. Wissen Sie, was toll wäre? Wirklich toll, wenn die Christen in islamischen Ländern genauso viel Religionsfreiheit hätten wie die Muslime. Starten die Koranverteilungsaktion Lies auf öffentlichen Straßen und Plätzen und versuchen Sie mal mit einer Bibel nach Saudi-Arabien einzureisen. Nur einzureisen. Wir sprechen noch nicht mal von Verteilung. In 20 Ländern dieser Erde ist der Religionswechsel bei Strafe verboten, teilweise bei drakonischen Strafen. Es sind ausnahmslos Länder, wo der Islam Staatsreligion ist. Das macht mir Kummer. Doch nicht die Vielzahl der friedlichen Muslime in unserem Land. Die machen mir keinen Kummer. Ich habe auch keine Angst vor der Islamisierung unseres Landes. Ich habe eher Angst vor einer Entchristianisierung. Am 24. September geht es um die Zukunft unseres Landes. Geben Sie uns Ihr Vertrauen, lassen Sie uns gemeinsam unser Land weiter voranbringen. Beide stimmen für die CDU und es wird gut.